Das ist Herr Malich mit seinem gelben Bulli. Er steht auf einem Parkplatz in Bielefeld, direkt gegenüber der Kfz-Zulassungsstelle. Herr Malich verkauft dort Autoschilder. Dafür hatte er sein Auto extra umbauen lassen. In diesem Regal stand also die sogenannte Prägemaschine drin. Hier wurden die Schilder gestanzt und gleich daneben stand entsprechend die Heißprägemaschine. Hier unten? Genau. Da wurden dann die frisch gestanzten Schilder mit Farbe versehen und dann hier entsprechend über die Ladentheke verkauft. Auto umgebaut, Stellplatz gemietet, Gewerbeschein besorgt und alles von der Stadt Bielefeld genehmigt. Das war vor 10 Monaten. Das Geschäft von Herrn Malich lief prima. Aber jetzt darf er plötzlich nicht mehr aufmachen. Ich darf das Auto nicht mehr für Verkaufszwecke nutzen. Was passiert, wenn Sie das aufmachen? Was riskieren Sie? Bekomme ich ein Ordnungsgeld von 2000 Euro pro Tag. Wie jetzt? Alles zurück? Dabei hatten Ordnungsamt und Bauamt alles geprüft und genehmigt. Wie kann das sein? Der Herr Malich braucht nämlich jetzt noch eine Baugenehmigung. Der Herr Moss ist vom Bauamt und hat sicher eine ganz einfache Erklärung dafür. Das Recht unterscheidet sich einerseits in ein Planungsrecht und andererseits in ein Baurecht. Das heißt also dann die konkrete Genehmigung, die aus dem Planrecht abgeleitet wird. Und in dem Falle fehlt es schlicht und ergreifend am Planrecht. Und ausgrund dieses fehlenden Planrechts oder in dem Fall des verhindernden Planrechts kann keine Baugenehmigung erteilt werden. Es sei denn, man hätte das Planrecht geändert, aber das habe ich gerade geschildert. Das war an dieser Stelle nicht möglich. Also nochmal, das ist ein Auto mit Reifen und so, geparkt auf einem Parkplatz und braucht eine Baugenehmigung. Erst nicht und dann aber doch. Machst du nochmal 2 Stück bitte? Bielefeld, Erich Anton. Aber so schnell gibt der Herr Malich nicht auf. Seine Schilder verkauft er weiter. Nur anders. Er hat einen Fahrradkurier eingestellt. Der pendelt zwischen Parkplatz und einer kleinen Werkstatt. Die hat der Herr Malich jetzt 100 Meter weiter angemietet. In der Werkstatt werden die Schilder angefertigt. Weil der Herr Malich aber nicht an 2 Orten gleichzeitig sein kann, hat er noch jemanden eingestellt. Der sitzt jetzt auf dem Parkplatz und der dritte Mann bringt die Schilder. Super, danke. Das hat er ging ja schnell. Alles klar. Dankeschön. Jemand muss den Auftrag annehmen, jemand muss die Schilder fertigen und jemand muss den Transport übernehmen. Also was früher einer bequem auf 2 Quadratmetern gemacht hat, müssen jetzt also 3 Leute auf einer Strecke von 100 Metern jeweils bewältigen. Jetzt könnte man ja sagen, ja super, hat er ja mal nicht Arbeitsplätze geschafft. Aber ist das finanziell überhaupt zu packen? Ich sehe das Ganze als eine vorübergehende Lösung an. Darum ziehe ich das also auch mit Feuereifer weiter durch. Natürlich ist es eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung, das ist klar. Trotzdem ist der Herr Malich billiger als die Konkurrenz. Seine Kunden verstehen nicht, warum man ihm das Leben schwer macht. Aber ist doch ein freies Land, oder nicht? Da kann man doch... Sollte man meinen. Sollte man meinen. Wenn der Preis bestimmt doch, wo gekauft wird eigentlich. Und genau da liegt das Problem. Direkt neben der Zulassungsstelle gibt es nämlich einen anderen Schilderverkäufer. Ein ganz großer mit 400 Filialen. Bevor der Herr Malich kam, kosteten hier 2 Schilder 32 Euro. Und Malich? Der macht es für ganze 19,50 Euro. Das fanden die anderen blöde. Der Mann hat also gesagt, willst du für mich arbeiten? Willst du an uns verkaufen? Jeweils ist die Antwort ein Nein gewesen. Und dann hat man eben gesagt, wenn du nicht mit uns kooperieren möchtest, werden wir dich ganz einfach platt machen. Ja? Und dann fingen die Probleme an. Plötzlich bekam der Herr Malich auf dem Parkplatz dauernd Besuch. Erst vom Ordnungsamt, aber die haben nichts gefunden. Dann kam das Bauamt. Und jetzt braucht der Herr Malich also eine Baugenehmigung. Die bekommt er aber nicht. Alles nur, weil die Konkurrenz ihn weghaben will. Sagt der Herr Malich. Stimmt nicht, sagt das Bauamt. Es ist schwierig zu verstehen. Also man kann das einem Außenstehenden kaum erklären. Das liegt schlicht und ergreifend an den Gesetzen, die es in Deutschland gibt. Es gibt entweder im Zusammenhang bebaute Ortsteile oder eben Bebauungspläne. Und diese gliedern sich auf in öffentlich-rechtliche Bebauungspläne und eben vorbezogene Bebauungspläne.
Und diese Bebauungspläne regeln manchmal Näheres, manchmal nicht. In dem Fall regeln sie Näheres, das heißt, jede Form der gewerblichen Tätigkeit ist an dieser Stelle reglementiert. Und dieses Prägemobil passt nun einmal nicht in diese Kulisse hinein und insofern darf er doch dieses Gewerbe nicht ausüben. Komisch, komisch. Erst passt das rein, dann passt das nicht rein in die Kulisse. Die Kunden finden, das passt prima rein in die Kulisse und in ihre Geldbörse auch. Tja, bitter wäre es für Werner Malich, wenn er sein Geschäft komplett zumachen müsste, denn er hat insgesamt schon 35.000 Euro investiert.